Hey Leutchens. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, Assassin's Creed spielen wir. Und sieh da, ich habe den Stab wieder gefunden. Sehr gut. Bereiten jetzt noch die Belagerung vor. Und was siehst du da gehen nach dort. Sehr unauffällig. Sühne, hörte mich. Kommt herbei in unsere Weinvernichterei. Sing, tanz, trink für Drucker sagte, König Charles zecht gern in dieser Schenke. Seltsam, sich am Vorabend eines Krieges zu betrinken. Heute ist das Ende eines Zeitalters. Also trinkt, Freunde. Trinkt. Der fette König. Welchen König sollte ich sonst meinen? Man sagt, er würde hier schlafen. Er hat hier geschlafen, gegessen, getrunken und ist wieder gegangen. Wohin er dann ging, woher soll ich das wissen? Kein Glück bei der Königssuche? Eivor! Nein, kein Glück. Einen so großen und bekannten Mann zu finden, sollte nicht so schwer sein. Komm, lass uns trinken. Wer sind diese komischen Leute? Narren ohne Schamgefühl und Ehre. Spieler, die für den König auftreten. Einer dieser Narren könnte uns vielleicht zum Obernarren führen. Dem König. Lass gut sein. Da könntest du auch mit Betrunkenen reden. Oder mit Gauten. Oder betrunkenen Gauten. Eivor, ich sollte dir danken. Wofür? Dass du mich bei Siegfried unterstützt hast. Er will nicht mit den Franken reden. Aber ein Versuch ist es wert, oder? Ja, und du kannst es schaffen. Mit ihm oder ohne ihn. Aber ich habe versagt. Niemand wird mir verraten, wo der König ist. Was soll ich tun? Ein weiser Krieger muss mit Schwert und Wort umgehen können. Sieh zu und lerne. Was haben wir vor? Sei gegrüßt. Ich will deinem König mein Schwert geloben. Wo kann ich ihn finden? Als der große Bär schlief ein, schlichen die Narren hinein ins Zimmer vom großen Bär. Narren tranken darauf und sie tanzten zuhauf, nahmen den Zorn des Bären in Kauf. Der Bär könnte der König sein. Er hatte also ein Zimmer. Der böse Mumme macht der Welt das Leben gerne schwer. Schlich sich im Rausch die Treppe hoch, stahl Schlüssel vom fetten Bär. Sieh zu und lerne, hm? Ist doch nicht so leicht, einen König zu finden, was? Oder, du Komiker, wo ist dein König? So stumm wie die Toten. Nun denn, die muss von der anderen Seite versperrt sein. Die waren wir auch schon mal gefühlt, waren wir echt schon überall. Mal sehen, ob wir gleich einen Weg hereinfinden. Ist der tot? Nee, ich meine, der schläft.
Machen wir es so. Nicht wieder hoch. Aha, Charles. Ich habe dein Versteck gefunden. Kann man gleich mitnehmen. Ich habe gefunden, was ich wollte. Charles ist in Amiens im Theater. Gut, gehen wir. Nein, er könnte wütend werden, wenn er jemanden von Siegfrieds Clan sieht. Ich gehe besser allein. Wie du wünschst. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Dann erstattest du mir Bericht. Ob wir ihn überreden können? Wer weiß, wer weiß. Ist weit weg, wollte gerade loslaufen, leichtsinnig. So ist etwas angenehmer. Kommen jetzt alle runter? Ach, die nerven doch. Wollt sie nicht ausschalten? Beurteilt man nicht, indem man seine Teile misst. Werte lieber seine Worte, ob sie ehrlich sind oder verlogen. Lieber Moore, du irrst erneut. Vielleicht versteckt sich Charles hinter der Bühne. Wir versuchen es mal. Oh, Tochter Babylons, der Vernichtung geweiht. Wohl dem, der die Kleinen sich nimmt. Ja, Dämon, was? Was tut er mit den Kleinen? Er schmettert sie gegen die Steine. Nein, 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 nein! Ach, es ist nur die Heiden, von Lucifer in die Irre geführt, aber dennoch sterblich. Charles, ich habe zwei Stimmen vernommen. Wer ist noch hier? Niemand außer mir und diesem schwachen, fleischlichen Geschöpf. Verzeih mir. Mit etwas zu reden, das es nicht gibt, öffnet Tür und Tor für Dinge, die wahrhaftig echt sind. So viel weiß ich. Sei unbesorgt. Mein Dämon ist wahrhaftig. Wie... Och, mein Gott. Töte mich. Mach mich zum Märtyrerkönig. Ich sollte dich auf der Stelle erschlagen für deine Possen mit mir und der Königin. Es verhilft dir nicht zu dem, was du willst. Frieden und freie Hand in Englerland, richtig? Nur du kannst dein Volk vor Siegfrieds Zorn bewahren. Wenn die Welt so simpel wäre, wüchse Brot an Bäumen. Odo ist ein großer Mann.
mit noch größerem Ehrgeiz. Alle meine Edelleute wollen etwas von mir, ebenso wie der Papst und die Griechen, die Slawen, die Sachsen, die Sarazenen. Und ihr Nordleute, ihr wollt Land, Geiseln, Tribute. Manchmal ist die beste Tat, gar nichts zu tun. Du willst, dass deine Feinde sich gegenseitig abschlachten? Sollen meine Gegner doch Gottes grüne Erde rot tünchen mit dem Blut der Ungläubigen, während der fromme Charles für Frieden betet? Gibt es nichts, das du willst? Mittlerweile weißt du, dass ich mich um dieses unfruchtbare Ödland von einer Gattin nicht schere. Doch um deinen Sohn, Bernard. Mein einziger Erbe. Bring mir den Prinzen, unversehrt. Und ich ziehe dein Angebot in Betracht. Sonst schleich dich. Du willst, dass ich ihn zu einem schäbigen Theater bringe, wo du im Dunkeln Selbstgespräche führst? Oh. Nein. Präsentiere mir meinen Sohn auf dem Schlachtfeld, vor meinen Männern und Vasallen. Warum? Warum warten? Meine Edlen müssen sehen, wie ich etwas von euch Nordleuten bekomme. Nun, bis dieser Tag anbricht, dort ist der Ausgang. Sind wie Wasser, ständig im Fluss. Ich meine, wir können nicht trauen. An seinen Taten sollst du einen Herrscher messen, nicht an seinem Wort. Guter Narr, alles lässt du plötzlich so völlig klar erscheinen. Oh, großer Narr, du liegst da nieder, verborgen hinterm Theater. Nein. Schnell weg. Oh. Ich will doch nicht gegen euch kämpfen. Wir können jetzt schon schnell reisen. Nein. Noch nicht? Dann verlassen wir das Schwergebiet und ich hoffe, dass danach funktioniert. Dachte, ich hab sie los. Da steht noch einer da. Ärgerlich. Okay, das sollte reichen. So, das sind wir wieder. Was ist los mit dir? Okay. Man sieht dir das Ale gar nicht an. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug, um diese fränkischen Skalden zu mögen. Doch sprich, nimmt Charles unseren Waffenstillstand an?
Er will erst mit uns reden, wenn wir ihm seinen Sohn Bernard aushändigen. Aber wir haben den Bastard gar nicht. Nein, aber ich weiß, wo die Königin ihn hingebracht hat. Zum Siechenhof, südlich der Stadt. Ich sammle meine Tarne und nehme beide als Geisel. Den Prinzen zu entführen wäre unehrenhaft. Aber wir sollten den Jungen im Auge behalten. Ich kenne einen Mann, der wachsam und verstohlen ist. Piers. Eine weise Wahl. Also sind wir der Brandschatzung der Stadt wieder einen Schritt näher. Ja, und ich will das nicht. Aber was sollen wir tun? Wir sehen uns im Lager, Tucker. Okay. Frisches Brot. Lecker. So. Wir... Ja, da können wir eigentlich auch hinlaufen. Aber das machen wir das nächste Mal. Bin gespannt, ob der sich drauf einlässt. Ich meine, der hat irgendwas vor. Der kleine Gräfe. Oder auch schon großer. Das finden wir beim nächsten Mal heraus. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne kommentieren, abonnieren, ein paar Däumchen da lassen und das nächste wieder einschalten. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal, Chris. Bye!